Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, liebe Mitreisende. Ja, ohne große Reden zu schwingen, begeben wir uns jetzt hier in diese Richtung. Okay, der unterhält sich wahrscheinlich gerade mit dem Huhn. Soll er machen, so wie er will, so wie er lustig ist. Nein, wie gesagt, wir begeben uns jetzt zu den Graubärten. Dafür müssen wir jetzt erstmal über diese Brücke. Es wird ein langer Weg, das schaffen wir in dieser Folge definitiv nicht. Zumal es noch genug Sachen geben wird, die uns aufhalten werden. Ich habe einen Wolf gehört. Warte mal. Bam, badam, bam, bam, bam. Oh, wo komm? Und zack. Sei ruhig. Sei ruhig. Bam. Wo ist er denn hin? Hat unser Feuer... Ach, da hinten liegt er. Ich dachte schon, unser Feueratronar, ich hätte ihn pulverisiert. Nee, wir müssen ihn öfter einsetzen. Weil dann verbessert sich natürlich auch unsere Beschwörung. So, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, es wird sowieso genug jetzt auf dem Weg passieren, dass wir... Ich lasse mich gerne sehr schnell ablenken von diversen Sachen. Deswegen wird es eh noch ein paar Folgen dauern, bis wir bei den Graubärten sind. So. Wir müssen aber jetzt diesem Weg hier folgen. Wir sind schon... Ist der Feueratronach noch da? Ja, aber da hinten. Wo wurde denn jetzt hier gejault? Uah, da steht ihr. Hallo. Sehr gut. Banditenwolf. Stahlpfeil. Wolfsbells. Warum denn ein Bandit? Ah. Ja, warte mal. Ah, doch. Na, liegst du bequem? Meditierst du gerade oder was? Aha. Interessanter... Obala. Interessante Einblicke hier. Bist du überhaupt Männlein oder Weiblein? Ich kann es nicht erkennen. Sieht nach Männlein aus. Pressen! Pressen! Ich kann den Kopf schon sehen. Entschuldigung. So. Türsteher. Es ist der Türsteher. Für welche Tür standst du denn hier? Wo ist denn hier eine Tür, bitteschön? Wo ist denn... Bist du eine Tür? Das ist ein Baum, ist das. Durchsuchung, Türsteher. Interessant. Kurze Notiz. Lesen. Adriel. Adriel. A-D-R-I-L. Ihr müsst für mich losgehen und vor dem nächsten Turnier die fehlenden Arena-Wölfe finden. Wir haben bei den letzten Kämpfen zu viele verloren und können so viele neue nicht mehr rechtzeitig trainieren. Findet sie und bringt sie schnellstmöglich zur Felsrinnenhöhle. Wo ist denn die Felsrinnenhöhle? Komm, wir nehmen das Eisenschwert mal mit. Also auf der Karte ist da in diese Richtung eine Höhle. Ich finde das immer noch total interessant, wie der da steht. Da liegt. Das ist wirklich, sieht, schaut wirklich sehr elegant aus. Ist das die Höhle da oben vielleicht? Hier mit dem Wolf. Da lang. Wo ist hier da? Noch weiter hier lang? Müssen wir noch weiter hoch, oder was? Ich hab, war da nicht vor uns ein Weg gewesen? Warte mal. Haben die uns schon mitbekommen? Ich drücke immer den falschen Knopf, ey. Schleichen verbessert, sehr gut. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Weiter schleichen. Ist das aber eine Überraschung. So. Und da wir jetzt ein Feueratronarchen beschworen haben und wir nicht mehr so viel Magiker haben. Warte mal. Hä? Habe ich alle Waffen? Nee, warte mal. Ihr habt die Nordkriegsaxt. Wer ist hier ein Held? Ich bin ein Held, ja. Bleibt mal stehen. Bam. Zack. Okay. Na komm her. So wird das gemacht. Gehörte der Türsteher zu euch? Der da unten liegt? Ja, och Mensch, Fendal. Ist schon alles vorbei. Warte mal, wo ist denn der andere hingerollt? Da war da noch einer. Wo ist denn der hin? Wir hatten doch gerade zwei Gegner. Da haben wir einen und wo haben wir den zweiten? Da haben wir doch auch hier getötet. Verrückt. Keine Ahnung.
So, hier haben wir ein Lager. Da haben wir eine Truhe. Eine Wieze, das kriegen wir hin. Nee, nee. Nee, nee. Ja. Na, noch ein Stück. Na, noch ein kleines Stück. Oh Mann! Das ist nur Wieze, was willst du von mir? So, und jetzt kriegen wir es gleich hin. Oh, Stahlkriegshammer. Ist aber sehr schwer. Aber können ein bisschen Geld bringen. Okay, im Zweifel können wir es ja immer noch wegschmeißen. So, hier haben wir wieder Pac-Man. Bisschen Kohl. Boah, dieses Geräusch, ey. Hier haben wir ein bisschen Lachs. Oder irgendwas. Müssen die doch jetzt hier beschützt haben oder bewacht haben oder sonst irgendwas. Ah, Weißflusswacht. Na, gehen wir einfach mal rein. Das ist aber nicht die Höhle, die ich erwartet habe. Wie hieß die nochmal? Ich hab's vergessen. Da müsste man die Notiz nochmal lesen. Ah, genau, das ist das, was ich meine. Du gehst. Wir sind ein paar Schritte gegangen. Und schon hast du etwas anderes gefunden, was dich einfach begeistert, also mich begeistert. Hallo? Wir sind versteckt. Jetzt sind wir entdeckt. Hä? Wer ist da? Rodolf, seid ihr das? Ulfr der Blinde. Er ist tot, ihr seid der Nächste. Nö, ja. Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Aber wie kann denn. Na gut, der hat uns gehört, dann zählt das natürlich auch zu entdeckt. Was haben wir hier? Lesen, Ulfrs Buch. Klar, wir können es nicht lesen, ist richtig. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Tut mir leid. So. Lalala. Ein Säckle. Ein großes Säckle, aber Äpfel brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Koboldschemel. Weißkappe. Ich glaube, hier in dieser Höhle werden wir einige Pilze finden. Das wird uns echt weiterhelfen. Müssen wir die Augen offen halten. Aber dadurch, dass. Ah, jetzt sind wir versteckt. Gut. Bisschen Weißkappe, bisschen Koboldschimmel. Koboldschemel. Nicht nee, Schimmel, Schemel. Eisenkriegsaxt. Och Mann. Ich muss lernen, dass das Ducken auf L ist. Koboldschemel, Koboldschemel. Ein Stuhl, ein Krug, ein Fellhelm. Was haben wir hier? Fass leer. Da schlägt dem Fass den Boden aus. Oh, oh. Habt ihr etwas gehört? Nein, nein. So ein Mist. Ein Moment. Ah, die hätten wir Schleich töten können. Zack. So, während er auftaucht. Nee, was will ich denn mit einer Fackel, ich Dummkopf? Hier drüben. Ich komme gleich um, wenn ich das mache. Ein bisschen Feuer noch dazu. Nehmen wir noch hier unseren Nordbogen. Zack. Gutes Teamwork, würde ich mal sagen. So, okay. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Lass mich mal bitte vorbei. Sonst haben wir erstmal niemanden. Dietrich, Fellschuhe, sogar plus 1. Brauchen wir jetzt nicht. Och, ich gebe euch Deckung. Ich habe jetzt seinen Namen gelesen und ich dachte, ihr er wäre tot. Vor. Ich folge. Welchen Bandit haben wir jetzt schon durchsucht? Hier noch nicht. Dietrich, Eisenbach und Gold. Gut. Was haben wir denn noch hier? Da haben wir einen Geldbeutel. Noch 9 Goldmünzen. Mühsam ernährt sich das Murmeltier hier, ne? Schritt für Schritt durchsuchen Kommode. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Lauter Schuhe, das bringt uns nichts. Na gut, an sich würde es uns ja was bringen. Der Kuchen und der Diamant. Für die, die es lesen wollen, blätter ich einmal fix durch. Natürlich würde es uns was bringen, wenn wir solche normalen Sachen mitnehmen, weil wir könnten sie auch irgendwann verzaubern. Aber das habe ich beim letzten Mal recht selten eingesetzt. Bis gar nicht eigentlich. Man findet eigentlich sehr viele Gegenstände im Laufe des Spiels, die irgendwelche magischen Fähigkeiten haben. So, nehmen wir auch mit. Je mehr Bücher wir haben, desto besser. Eisenstiefel nehmen wir mal mit.
So, hier haben wir noch ein paar Pilze. Wir bleiben jetzt mal bei dem Feueratronachen. Wir machen es jetzt mal so rum. Nein, wieso habe ich denn jetzt den Bogen? Da habe ich mich jetzt verdrückt anscheinend. Das wollte ich gar nicht. So, zack. Falsch rum. Zack. Und Feueratronachen auf die linke Seite. Ah, wann lerne ich es denn mal? Geringe Ausdauer. Durchsuchen Sack. Ah, wieder mal frischen Kohl. Na gut, wie frisch der ist, können wir jetzt hier nicht beurteilen. Himmelsrand für Entdecker. Karte aktualisiert. Die Frage ist, Handbuch für Entdecker? Keine Ahnung. Wir werden es dann irgendwann auf der Karte entdecken. Wie gesagt, ich blätter hier einfach mal ein bisschen fix durch. Für denjenigen, der das sich gerne durchlesen möchte, der drückt einfach Stopp in dem Moment. Die Hoffnung der Redoran. Und ich blätter einfach durch. Wie gesagt, natürlich wäre es mega interessant, sich die Zeit dafür zu nehmen, aber das kann ich hier bei dem Let's Play echt nicht bringen. Weil dann wäre es ja hier reines Vorlesen teilweise. Und die Folgen sind ja jetzt schon recht... Ja, ich würde es halt nicht länger als 25 Minuten halt gerne machen. Rolle des Chaos. Weil sonst, das wäre sonst wieder auch zu lange. Ich finde so 20 bis 25 Minuten ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Alchemielabor bringt uns jetzt gerade nichts. Ich denke mal, es ist gar nicht so verkehrt und ich versuche echt recht zügig so für meine Spielweise voranzugehen. Das ist aber sicherlich teilweise hierfür auch noch ein bisschen zu langsam. Aber so spiele ich nun mal. Werden dann halt. Warum sage ich öfter mehrere Wörter doppelt hintereinander? Ich verstehe es selber nicht. Na egal, eine Laute braucht man nicht. Denkt ihr, das wird funktionieren? Natürlich nicht. Wunder kann ich ausbilden. Bam, 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 bam. Ein halbhauer Wolf. Keine Chance. Gut. Wenn wir Glück haben, zerfetzt es uns die Kehle nicht. Hm, was anderes. Zack! Ist da jemand? Na, es täuscht. Ha! Der Schuss hat gesessen. Uah! Ein Ork? Und tot. Danke, Fendal. Das war wichtig. Ach so. Wer? Wo? Von oben? Es kommt ja auch noch ein Wolf auf uns zu. Werden den freigelassen? Aber von wo kam denn jetzt dieser Pfeil? Ah, da! Greifst du mich jetzt an oder nicht? Wenn nicht, lasse ich dich leben. Jetzt ist der hochgerannt, der Sack. Okay, Feueratronach, Flammen. Hier kurz durchsuchen, aber die zwei Schüsse davor waren richtig gut. Schleichen wieder mal verbessert. Jagdbogen, Gold. Urichalkumbarren. Urichalkumbarren. Oder wie auch immer. Und hier, die haben wir auch noch. Gold und ein paar Eisenpfeile. Namiras Fäulnis. Ihr könnt euch vor mir verstecken. Jetzt wollte ich gerade. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich stecke euch in den Rücken. Du brennst einfach. Normal, wa? Da rutscht er. Ui! Oh Mann, ey, der soll uns dankbar sein. Ohne uns hätte der jetzt niemals so schön rutschen können. Aber wie ist denn der Wolf hier rausgekommen? Das Tor ist doch noch... Ist hier der etwa durchgeglitscht oder was? Verrückt, ey. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ich war nämlich total verwirrt, als sie da auf einmal stand. Warte mal, du bist hier runtergerutscht. Ach, und jetzt greifst du uns an, oder was? Ich hätte das Tor zulassen sollen. Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, wa? So, wir kämpfen uns immer weiter hoch. Wollen wir jetzt ein paar Pilze mitnehmen. Auch noch ein paar. Hier haben wir rote, rauer Wulstling.
Was haben wir hier drin? Kleiderschrank? Stiefel. Ah ne, ich dachte, wir können da unten auch noch separat öffnen. Können wir aber nicht. So, was haben wir hier? Was ist das? Eisenerzader. Na, können wir schürfen. Genau dafür, stimmt, genau dafür war das gut. Eisenerz hinzugefügt. Da müssen wir uns keins kaufen, da haben wir jetzt selber welches. Aber wir haben ja Zeit. Und die Banditen hören das auch nicht. So. Ist erschöpft. Ja, haben wir ja, ich glaube, zwei Stück haben wir jetzt hinzubekommen, oder? Blutende Krone hinzugefügt. Ah, das war das, was wir gerade aufgenommen haben wahrscheinlich. Ich dachte jetzt irgendwie wirklich an eine richtige Krone. Das hätte mich jetzt sehr verwirrt. Geht's da raus? Ah, Aussichtspunkt. Na dann. Hinaus, hinaus. Der Legende nach kamen die Nord vor Urzeiten vom fernen Kontinent Atmora nach Tamriel. In Klammern Verfasser unbekannt, der kleinen Tamriel-Almanach. Der Verfasser, der ist unbekannt, weil ihn niemand kennt. Weil ihn niemand kennt, ist der Verfasser unbekannt. Entdeckung! Da sitzt doch einer. Jetzt steht er. Nein, den Schuss kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Du hast uns rein gar nicht. Hier. Du hast Spaß. So. Gut, Eisenhände. Beidhändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden. Sein Tagebuch. Das können wir mal lesen bei dieser bedrohlichen. Wie viel ist es denn? Ah, es geht. Komm. Da es jetzt Teil einer kleinen Aufgabe war, lese ich das jetzt gerne nochmal fix durch. In den letzten... Och, kann die Musik kurz bitte aufhören? Oder haben wir hier noch einen Gegner? Nee, haben wir nicht. Okay, dankeschön. Mal gucken. So, jetzt... So. In den letzten Wochen haben wir gute Beute gemacht. Wahrscheinlich wegen des Krieges. Jede Menge Händler und Feiglinge, die nach einem Unterschlupf suchen, wo sie sich zusammenkauern und vor den Kämpfen verstecken können. Ich habe den Männern gesagt, sie sollten diese armen Seelen ein wenig von ihrer Last nehmen, indem sie sie um alles Gold erleichtern, das sie bei sich tragen. Die Zahl der Wachen, die auf den Straßen patrouillieren, wurde stark erhöht. Wir können kaum einen Fuß nach draußen setzen. Es müssen sich Reisende beim Jarl beschwert haben. Die Wache ist offenbar noch nicht bereit, gegen uns vorzugehen, aber der Druck macht den Männern zu schaffen. Ich lasse jetzt Ragier mit Ulfr Wache halten. Das bringt die Rufe nach Sicherheit hoffentlich zum Schweigen. Verdammt sei dieser Balkruf. Balkruf, so wurde er ausgesprochen. Eine Meuterei unter meinen Männern. Ich kann es kaum fassen. Den Göttern sei Dank, dass Ulfr rechtzeitig davon gehört hat. Er mag blind sein, aber taub ist er nicht. Ich habe Anjor eigenhändig getötet. Ein paar andere versuchten zu fliehen, aber die haben wir schnell erwischt. Nur Aiser und Ragier konnten entkommen. Um die ist es nicht schade. Es gibt Gerüchte über einen Drachenangriff auf Helgen. Ein Drache? Wohl kaum. Wahrscheinlicher ist, dass irgendein Idiot, den die Angst vor dem Krieg um den Verstand gebracht hat, sich diese Geschichte ausgedacht hat. Auf jeden Fall wurden die Wachen anscheinend in die Stadt zurückgerufen, sodass wir wieder zu ein paar anständigen Raubzügen gekommen sind. Einer der Händler hatte eine seltsame Fracht. Ein Bündel Felle und Tiere, darunter einen Wolf. Ich habe die Männer die anderen Tiere braten lassen. Aber den Wolf habe ich verschont. Es wäre praktisch, einen Wachhund wie ihn zu haben, wenn wir ihn nur ein wenig trainieren könnten. Tja, so Tagebücher finde ich interessant. Weil das betrifft ja dann diese Person an sich, die wir gerade getötet haben. Aber das lese ich mir gerne mal durch. Was haben wir jetzt hier noch liegen? Ja, aber viel mehr haben wir hier nicht, wa? Zaubertrank der gesteigerten Ausdauer, der Gesundheit. Mehr haben wir hier nicht, haben wir eine Truhe. Okay. Dietrich, Gold, Rolle der Harmonie, Amulett von Julianos, steigert Magiker um 10, steigert die Fertigkeit leichte Rüstung um 12 Punkte. Nehmen wir einfach mal mit. Aber wenn wir den jetzt mitnehmen, dann sind wir komplett voll. Dann müssen wir sogar schon wieder fast überlegen, ob wir nach Weißlauf nochmal zurückgehen.
Aber es würde uns halt ein bisschen helfen. Ach, tragen wir jetzt schon zu viel. Okay. Bekleidung. Was können wir denn hier mal loswerden? Die ziehen wir an. Ausrüsten. Diadem, Eisenhänd. Die wollte ich auch ausrüsten. Kaiserliche Armschienen. Ablegen. Rüstung. Stiefel. Die behalten wir. Pelzrüstung der Veränderung. Okay, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen. Wie sehen wir jetzt aus? Also, wir sind im Kampfmodus. Interessant. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Eine schöne Aussicht gibt's hier. Mehr aber auch nicht. Eisenschild, Stahlkriegshammer, nee. Brauchen wir alles nicht. Gut, ja, dann haben wir jetzt das Banditennest zerstört, würde ich jetzt mal sagen. Ah, wir haben unten den Blinden noch. Was machen wir denn jetzt mit dem? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Was machen wir denn jetzt mit dem? Der ist blind und glaubt, dass seine Leute noch leben. Er ist jetzt aber der Einzige, der noch lebt. Ergo wird ihn jetzt auch niemand finden und dem sagen: Ey, Junge, komm mit! Das ist hier, sie sind alle tot. Also wird er da irgendwann verrecken. Na gut, irgendwann wird er checken, irgendwas ist falsch. Aber findet er dann auch den Weg zurück? Naja, ich sag mal so. Geben wir ihm wenigstens diese Chance. Also ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr verfahren würdet. Aber wir könnten ihn jetzt natürlich umbringen und ihn dann, sage ich mal, vor Schlimmerem bewahren, wie zum Beispiel verhungern oder sonst irgendetwas oder zerfleischt werden. Aber eigentlich sollten wir ihm auch die Möglichkeit geben. Viel Glück da draußen. Viel Glück da draußen. Wir sollten ihm aber auch die Möglichkeit geben zu überleben. Er ist kein Zeuge. Thoric, der Großkönig von Himmelsrand, wurde unlängst von Ulfric Sturmmantel ermordet, der ihn mit Hilfe der uralten Macht des Tuum nahezu zerstückelte. Tja. Jo, ich würde jetzt hier, wenn dieser Bildschirm geladen hat, würde ich auch sagen, dass wir dann diese Folge für heute beenden. Bevor wir dann weitergehen. Wir haben ein Banditennest auffliegen lassen. Wir haben es zerstört. Wahrscheinlich ist das da irgendwann mal eine Nebenmission, die wir dann auch wieder ganz schnell beenden, wo einer sagt: Hier, genau da, da sind Banditen. Bitte töten. Schon erledigt. Naja, werden wir ja sehen im Laufe des Spiels, ob wir so eine Person treffen, die diesen Wunsch äußert. Jedenfalls haben wir ein paar Erfahrungspunkte wieder gesammelt. Bisschen was erlebt. Fendal. Fendal steht da unten. Ja, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr jetzt mit dem Ulfr-Verfahren wärt. Ulfr, wie spricht man das aus? Na, egal. Jedenfalls danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Skyrim. Ey, da drüben ist die Drachenfeste.